Schon wieder. Hast du angemacht? Ja. So, jetzt geht los. Ist das andere Licht aus? Guten Abend. Guten Abend. Eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ja. In Blöder scheint ein Fahrzeug schon weg. Ja. Sie hatten es aber eilig, sie waren ziemlich weit weg, ich bin Maximalgeschwindigkeit gefahren und sind nicht mehr hinterhergekommen. Ja, sonst kommen wir ihnen ja nicht hinterher. Warum? Ich bin doch nicht auffällig gewesen, oder? Ja. Deswegen. Eben ist Ausgangssperre. Ja, na gut. Ja. Und ein Fahrzeugschein bitte. Achso, Fahrzeugschein, sorry. Oh, danke. Filmen Sie sich gerne, oder? Hallo. Ja. Darf ich das nicht? War nur eine Frage, oder? Ja, ja klar, natürlich. War auch nur eine Frage. Nochmal nach einem triftigen Grund fragen, warum Sie die Wohnung verlassen. Ja, Sie dürfen mich fragen, ob ich einen habe. Ja, ich habe einen triftigen Grund. Welchen? Das muss ich, glaube ich, nicht sagen. Das wäre aber gut für Sie, wenn Sie nur mir sagen. Nein, das stimmt nicht, weil Sie, das ist Strafrecht. Das ist gar kein Problem, da schreiben wir Ordnungswidrigkeitenanzeige, da können Sie sich an. Richtig, richtig, genau. Sie haben Ordnungswidrigkeiten bzw. Strafrecht. Das heißt, die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, Sie sind in der Pflicht zu beweisen, dass ich keinen triftigen Grund hatte. Viel Spaß. Hätten Sie vielleicht da einen Personalausweis dabei? Ja. So, Herr Gerloff, da Sie nicht sagen wollen, welchen triftigen Grund Sie haben, nach 21 Uhr die Wohnung zu verlassen, liegt grundsätzlich mal eine Ordnungswidrigkeit vor. Aus dem Grund wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Sie eingeleitet. Ja. Da werden Sie bei uns als Betroffener geführt und als Betroffener müssen Sie die Personalien vollständig und korrekt angeben. Das weiß ich klar, natürlich. Stellt das auch eine Ordnungswidrigkeit dar. Ja. Gerloff ist auch der Geburtsname. Genau. Da Sie bei uns als Betroffener geführt werden, können Sie Angaben zu der Sache machen, müssen Sie nicht? Soll ich was dazu aufschreiben oder sagen Sie, Sie machen keine Angaben zu der Sache? Ich habe einen, oder wir haben einen triftigen Grund nach 21 Uhr. Draußen zu sein oder draußen gewesen zu sein. Dann schreibe ich das so auf, dann komme ich gleich nochmal zu Ihnen, dann können Sie sich das nochmal anschauen und dann Unterschrift, dann wäre es eigentlich schon gewesen. Okay. Ja klar. Herr Gerloff, ich komme mal zu Ihnen rüber. Ja. Möchten Sie sich zur Sache äußern oder nicht? Ja, ich sage nur dazu, wir hatten einen triftigen Grund, nach 21 Uhr draußen zu sein. Sonst möchte ich nichts dazu sagen? Nein, keine Aussage. Es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie ein Spiel spielen wollen. Das ist einfach nur, dass. Ja, wir haben, so wie man Wald Nellschreit, so kommt es zurück, wenn Sie jetzt sagen, Sie waren einkaufen oder Sie waren im Krankenhaus. Waren wir nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Nein, nein, der Punkt ist der. Also, wir haben definitiv einen triftigen Grund und das ist auch in Ordnung. Aber ich unterstütze einfach so einen Müll an Gesetz nicht. Und deswegen mache ich es halt schwer, weil im Endeffekt werden wir sowieso Recht kriegen. Das wird hundertprozentig so sein. So habt ihr ein bisschen Arbeit und im Endeffekt werdet ihr dann vielleicht aufwachen und werdet das nächste Mal weggucken, weil das ist so ein blödsinniger Müll, zu sagen, ich sehe da hinten im Entfernten zwei Personen, drück aufs Gas, fahr viel zu schnell, gehe dadurch noch ein Risiko ein, irgendwie einen Unfall zu bauen, um dann Leute zu nerven, die den ganzen Tag Zeit hatten, Leute zu infizieren und dann sind sie allein in ihrem Auto und dann sind die ganz böse gewesen, weil das Gesetz, weil der blöde Söder es sagt. Das ist so ein Schwachsinn und deswegen gibt es keine Antwort, ganz einfach. Also es gibt ja gute Gesetze und es gibt absolute Müllgesetze und das zählt genau dazu. Es ist so ein Müllgesetz, das gehört abgeschafft und nur weil so ein Penner wie der Söder das sagt, was würden Sie denn machen, wenn er sagen würde, Sie müssen jetzt in Unterhose zur Arbeit kommen, würden Sie es dann auch machen? Das ist ja genauso sinnlos. Ja, aber Sie müssen es nicht. Sie können als Polizist auch einfach sagen, ich unterstütze so einen Blödsinn nicht und ich fahre jetzt nicht zu schnell, um dem hinterherzukommen, weil ich weiß ja auch zum Beispiel nicht, ob Sie einen Führerschein haben. Ja, natürlich, das ist ja was anderes, aber es ging ja jetzt darum. Aber ist das eine allgemeine Verkehrskontrolle? Ja, dafür zu schnell zu fahren, das ist, glaube ich, dann kein Grund. Für was? Für eine allgemeine Verkehrskontrolle, jemandem mit 160 Sachen, wo man 100 erlaubt sind, das glaube ich nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Natürlich nicht. Sie können gerne mal einen Tag bei uns mitfahren. Nee, kein Ding. Aber, ich finde es zumindest unmoralisch. Und da, glaube ich, geben Sie mir recht. Weil es gibt ja die Geschwindigkeitsregeln aus bestimmten Gründen. Und wenn man dann nur, weil man jemanden sieht und eine Personenkontrolle machen will oder eine Führerscheinkontrolle, dann 60 Sachen zu schnell fährt, dann, glaube ich, ist das nicht moralisch in Ordnung. Und dann müssten Sie mir eigentlich, wenn Sie logisch denken, mir zustimmen. Ja, wenn uns die nächsten 10 noch davon fahren. Nee, klar, natürlich. Nee, ich bin nicht davon gefahren. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall... Ich appelliere an Ihre Vernunft.
für die Zukunft. Wie kann man, bitte unterlassen Sie das, so einen Blödsinn zu unterstützen. Das ist doch der größte Müll, den es gibt. Das ist aber unser Job. Nee, aber ja klar, aber das ist halt die Frage, wie weit Sie gehen. Nur weil es Ihr Job ist. Wenn mein Job wäre. Dann wäre doch das überhaupt kein Problem. Wir haben, natürlich. Wären Sie seit 10 Minuten daheim? Das weiß ich doch alles. Das ist auch in Ordnung. Wir haben einen Triftigrund, deswegen werden wir auch aus der Sache ohne Probleme rauskommen. Das ist nicht das Ding. Aber mir geht es einfach darum, ich will ja auch Menschen aufwecken und ich will Sie aufwecken, ja, weil anscheinend geht das nicht von allein. Ja, ich weiß, das ist schlimm, dass es so ist. Ja, wirklich schlimm. Richtig. Und deswegen, wenn es heißt, mit dem Korken im Arsch rumlaufen, weil die Aerosole auch beim Furzen austreten, dann stecken Sie auch einen Korken in den Arsch oder was? Das ist mal ernsthaft. Das ist doch wirklich lächerlich. Das ist so ein lächerlicher Scheiß. Ja. Es geht ja immer um Risiko und Gefahr. Also was ist das für eine Gefahr, wenn zwei Leute heimfahren in ihrem Auto, die auch noch verheiratet sind und den ganzen Tag beim Einkaufen oder sonst wo Zeit hatten, Leute zu infizieren? Es ist so ein Blödsinn. Und das müssen Sie sich doch vor Augen halten. Was sollen wir jetzt machen? Gar nichts. In Zukunft keine Leute mehr anhalten wegen so einem Scheiß. Also schönen Abend. Ja, klar. Also, das ist auch egal. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Okay, schönen Abend noch.